Ganz locker zum Sieg. Überhaupt keine Probleme. Also, drei Folgesiegen, das ohne Schwierigkeit. Dann nochmal das hier. Jetzt bin ich aber gespannt, was er zu sagen hat. Also, jetzt geht's zum Finale. Shooting Hoops in Los Angeles. You've got a new card, ready to roll. Es ist einfach nochmal der gleiche Wagen. Mit 75 km plus. Das ist nicht ganz richtig gerechnet. Aber er fährt jetzt 301 km. Er sieht einfach immer noch genau gleich aus. Kein Bodykit, kein Spoiler, gar nichts. Dein Wagen wurde für die Endrunde perfekt getuned. Das ist das Letzte, was wir von RTS für dich tun können. Der fährt jetzt über 300 km. Ja, gerade so. Auch wenn er gleiches Aussehen hat wie vorher. Das ist die allerletzte Runde. Geh und zeige, was du kannst. Ja, dann sage ich wieder das Gleiche. Aber es ist auch schön, dass er immer wieder einen anderen Text zur Verfügung hat. Das hilft natürlich. Also, dann mal los. Mit dem gleichen Wagen wie auch schon. Der beschleunigt mega langsam. Man merkt, dass er keine Leistung hat. Aber einen ordentlichen Topspeed hat er schon. Aber ich bin ja vorhin mit dem Assoluto gefahren. Mit dem vollgetunten letzten Assoluto. Jetzt werden wir dann gleich mal sehen, wie viel schneller das ein Wagen mit 30 km/h mehr sein kann. Gut, noch nicht ganz in dieser Runde. Also 34,3 ist die Bestzeit. Ich fahre mit diesem Auto 3,5 Sekunden langsamer. Aber vielleicht kann ich noch ein bisschen was in der Rundenzeit drücken. Aber es dauert auf jeden Fall nicht mal 3 Runden und dann bin ich schon am ersten vorbei. Also das ist jetzt eine 37,5, also 30 Sekunden. Gut 3 Sekunden langsamer. Schon der erste, der zu überrunden ist.
Situation, diese 5 Minuten, die ich etwa gebraucht habe, zum Reden mit meiner Mutter. Oder, ja, die ganze Meisterschaft hat etwa 50 Minuten gedauert, ohne Gespräch. Und das ist jetzt der erste Platz. Der Enki wird wahrscheinlich wieder genau dasselbe sagen. Ja, er sagt wieder genau dasselbe. Und damit ist der Karrieremodus mit RTS viermal mit verschiedenen Marken erledigt worden. Mehr muss ich nicht tun. Also. Ein Neuwagen wurde dem Garagemodus hinzugefügt. Ridge Racer Type 4. Ja, dann würde ich mal sagen, wir starten gleich den nächsten Grand Prix. Und auch da werde ich wieder langsam fahren. Wieder so, dass ich Dritter, Zweiter, Erster werde. Weil dann kann ich die meisten Karrieren auf einmal machen. Start. Aber jetzt muss ich ein anderes Team wählen. Mit RTS habe ich jetzt eigentlich alles hier geschafft. Jetzt ist die Frage, welches wird das nächste Team sein? Pack Racing Club, RC Micro Mouse Mappy oder Dick Racing Team? Hellblau, Tricolor oder Rot-Gelb? Das ist die Frage hier. Ja, mach mir den nächsten schweren Sack hier und wählen Dick Racing Team. Und da gibt's den da. Willkommen im Dick Racing Team. Ich bin der Teamchef Robert Chrisman. Meine Mitarbeiter und ich begrüßen dich herzlich im Team. Bestimmt weißt du schon Bescheid, aber die Ergebnisse unseres Teams waren in den letzten Jahren äußerst miserabel. Die Leute sagen, dass wir selber unser Grab schaufeln. Naja, vielleicht wird daraus unsere letzte Teilnahme. Was soll's? Wir werden alles geben. Nun, kommen wir schnell zur Sache. Ich möchte, dass du entscheidest, mit welchem Autohersteller wir einen Vertrag schließen. Mit denen bin ich nämlich schon mal mit dem Arsch-Team gefahren, mit Arsch Solo. Also mache ich das nochmal. Nochmal mit Arsch Solo. Mit dem Prophecy. Und auch da werde ich jetzt jedes Mal versuchen, Dritter zu werden. Und warum werde ich jedes Mal Dritter? Das ist eine gute Frage. Wie gesagt, ich habe die Karriere schon mal mit Arsch gemacht und jetzt, da habe ich alles gewonnen. Jetzt mache ich nur noch das Nötigste. Deinem Wunsch entsprechend haben wir die Firma Arsch Solo als unseren Vertragspartner gewählt. Die Autos dieser Marke lassen sich durch geschickte Pedalsteuerung sehr gut lenken. Wir haben bereits einen Neuwagen erhalten und schon alles für dich vorbereitet. Ich hoffe, dass du die erste Qualifikation schaffst. Nun, mein Freund, das hoffe ich auch. Und das werde ich auch. Null Problemo. Aber eben, nur so gut wie nötig. Nicht mehr und nicht weniger. Wie man sieht, das Fahrzeug ist wirklich nicht schnell. 175, also beim RTS-Team ist das Fahrzeug
bisschen schneller. Aber genau deshalb ist es ja mit diesem Team am schwierigsten. Die Autos sind nämlich lahm. Arschlarm möchte ich nicht sagen, weil das stimmt natürlich nicht, also arschlarm sind sie nicht. Aber im Vergleich zu RTS sind diese Fahrzeuge doch ein Stückchen langsamer. Und zwar durchgehend. Aber auch nicht immer. Zum Finale, zumindest mit dem Arsch, mit dem stärksten Wagen, den man kriegen kann, der ist nämlich am schnellsten. Und diese Truppe. So, das ist Platz 3 und mehr muss ich nicht tun. So ein bisschen langsam fahren, 130, meine Güte. Da bin ich ja schon mit meinem eigenen Auto mehr gefahren. Gut, ich muss den fünften Gang machen. Du weißt, was ich meine. Da bin ich auch schon mehr auf der Autobahn gefahren. Aber nur ganz kurz, nur ganz kurz. Da man bei RTS ja den Anspruch hat, in der Erste zu werden, und man hier ja gerade mal so ums Überleben kämpft, bin ich gespannt, was der Chrisman dann zu sagen hat. Was man sieht, vom Topspeed her, das Auto ist absolut nicht brauchbar. Also, damit sind wir auf Platz 3, genauso viel wie nötig ist gemacht. Das ist gut. Also. Den Text von ihm habe ich übrigens noch nie durchgelesen, weil ich mich, für mich das spannend wollte. Gute Leistung, dritter Platz, wirklich nicht übel. Übrigens, es hat mich richtig beeindruckt, wie du die Kurven schneidest. Aber, als ich dem Teambesitzer davon erzählte, meinte er nur, nicht disqualifiziert, was für ein Wunder. Irgendwann mache ich da nicht mehr mit. Nun lassen wir das beiseite. Die erste Qualifikation hat noch ein Rennen. Mach bitte weiter so, du schaffst es. Ja, also man merkt zumindest, der Chrisman, der geht ohne Erwartung in die Qualifikation. Er glaubt wohl, das Team schließt bald, also ist er auch nicht gerade so super motiviert. Und ja, er ist schon froh, wenn wir die Qualifikation schaffen. Das sind richtig tiefe Erwartungen. Das ist einfach so, wie man bei Minardi eigentlich sagen konnte, dabei sein ist alles. Beim Dick Racing Team hier, so von Finanzen geplagt, scheint es auch dieses Motto zu sein, dabei sein ist alles. Thank you.
Arsch Solo hat irgendwie was vom Honda S2000 und vom MX-5 oder beide. Honda S2000 und MX-5 sehen ja relativ ähnlich aus. Zumindest hinten. Ja, es hat schon von der Form her. Ja, doch, das ist wahrscheinlich doch mehr MX-5 als S2000. Also Teamkollegen geholt, Platz 4 schon mal inne. Der Grip fangen sie einfach komplett anders zu fahren als ein Driftwagen. Der Unterschied ist nämlich beim Gripwagen muss ich auf die Bremse. Wenn ich vom Gas gehe, lenkt er nicht besser. Und ehrlich gesagt lenkt der Gripwagen auch nicht so gut wie ein Driftwagen. Er lenkt keinen Schlag weniger gut. Dafür sollte man aber weniger Geschwindigkeit verlieren. Und ein weiteres weiterer Pluspunkt natürlich, man driftet nicht. Das heißt, man hat eigentlich immer sehr gute Kontrolle darüber, was passiert. Aber man merkt, dass zumindest man sich die Mühe gemacht hat, etwa beide Fahrzeugklassen gleich stark zu machen. Wie es dann bei höheren Geschwindigkeiten aussieht, das kann ich noch nicht sagen. Ja, dafür bin ich noch zu wenig schnelle Autos gefahren. Wenn, dann nur im Oval. Es ist kein Oval, aber halt einfach auf der Highspeed-Strecke. Das Problem ist halt einfach, irgendwann kommt der Viertplatzierte hinterher. Den darf ich nicht vorbeilassen. Leider nötig. Also, zweimal dritter Platz, damit ist das Mindestergebnis.